Moin Moin, hier ist wieder der Tim von Berpo Products und heute beginnt ein Teil von Berpo Products seinen Arbeitstag ganz weit weg von Rossach, und zwar wir sind hier in Donaueschingen und zwar im Bogensportzentrum der Waldläufer. Und wie ihr alle wisst, ist Roland in seiner Person und seine Firma der Waldläufer bei uns ja auf dem Location Finder riesig vertreten. Und weil wir euch allen über den Waldläufer so viel wie möglich Infos mitgeben wollen, sind wir heute hier und machen ein Parcours-Testvideo. Und jetzt wäre nur die Frage, Roland, wo genau machen wir denn heute? Wir gehen heute auf die Hochwaldtour. Das ist einer unserer zwei 3D-Parcours. Genau, weil ich glaube, so wie ich mich eingelesen habe und was man so hört, bist du die Person mit den meisten Flächen, was einen Parcours angeht in Deutschland, kann man das so sagen? Ich denke ja, ich kenne natürlich nicht alle, aber wir haben knapp 100 Hektar zur Verfügung. Aktuell sind zwei Parcours draufgestellt, einer ist auf 35 Hektar gesteckt, ja, und der zweite Parcours auf ca. 15 Hektar. Was sind so drei Sachen, die Leute einfach über deinen Parcours wissen müssen oder vielleicht über dich als Person? Okay, ich denke mal, der wichtigste Punkt zu sagen ist, wir stellen bewusst keine Turnierparcours. Das heißt, wir haben auch keine 28 Stationen, keine 28 Abschlüsse. Ja. Wir haben deutlich mehr Stationen mit deutlich mehr Abschlüssen. Im Falle Hochwaldtour, was wir heute sehen werden, sind bis zu 80 Abschlüsse möglich. Auf dem etwas kleineren, wobei da relativiert sich das Wort kleiner schon, haben wir aktuell 50 Abschlüsse, mögliche Abschlüsse. Ich weiß ja, du bist geborener Münchner, du bist hierher gekommen. Warum machst du das eigentlich, den Laden, wieso Bogensport, was war so der, ja, so der Ideengeber, dass du das Ganze machst? Komplexe Frage, ich versuche sie zu zerlegen. Ja. Der Bogensport als solches, als ich ihn kennengelernt habe, so wie wir ihn machen, sprich mit klassischen Holzbögen, hat eine Faszination auf mich ausgeübt. Okay. Es ist ein archaisches Tun, es ist einfach zu bewerkstelligen, man kann es fast überall tun. Man muss nicht einen sportlichen Anspruch dahinter setzen, man kann auch einen Freizeitanspruch dahinter setzen. Ja. Aus dieser Faszination raus kam irgendwann die Idee, das für mich weiterzuentwickeln. Ich habe in meiner vorigen beruflichen Laufbahn sehr, sehr viel mit Menschen gearbeitet. Ich war Führungskraft in großen Unternehmen, war es gewohnt, mit Menschen, mit Mitarbeitern zu arbeiten. Das wollte ich nicht aufgeben. Ne? Okay. Und ich meine, gerade der Verkauf, die Schulung, Kurse bieten natürlich eine wunderbare Möglichkeit, an und mit den Menschen zu arbeiten. Was würdest du dir für den Sport wünschen, wo der in 15 Jahren steht, oder was soll der Sport in 15 Jahren besser und anders machen als heute? Ich würde nicht nur die sportliche Seite betrachten, ich will natürlich auch die Freizeitaktivität betrachten. Ich wünsche mir für unseren Nischensport letztendlich, was wir haben, weiterhin eine tolle Akzeptanz, dass wir wachsen dürfen, aber bitte in Maßen. Wir wollen immer noch die Ruhe und die Einsamkeit im Wald genießen und keinen Massentourismus haben. Ja. Würde heißen, wir brauchen mehr Parcours, können wir gerne machen. Aber ich wünsche mir Offenheit und Toleranz. Und es betrifft oftmals Schützen untereinander, die offener damit umgehen sollen. Wer schießt welchen Bogen? Das ist eine unsägliche Diskussion, zu sagen, das ist der beste Bogen. Egal ob Compound oder handgeschnitzter Albenstecken, wir machen alle den gleichen Sport. Ja. Und als solches sollten wir uns auch verhalten. Du hast ja eine Besonderheit, was die Bögen angeht. Es ist nicht üblich für einen Händler, ganz viele verschiedene Modelle in allen Zuggewichten in Rechts- und Linkshand zu belagern. Ich weiß aber, dass du und dein Team es macht. Ich denke, man sieht es ja auch, angefangen von Botnik-Bögen, von Pentathlon-Sachen hin zu anderen Herstellern auch. Mal ganz blöd gefragt, Roland, wieso nimmst du so viel Geld in die Hand und investierst es in dein Lager? Einfache Frage, einfache Antwort. In Zeiten der Internetverkaufs, der Webshops, brauchen wir ein Alleinstellungsmerkmal. Okay. Und eines unserer Alleinstellungsmerkmale ist ganz klar, dass wir alle lagernden Modelle auch in Linkshand vorrätig haben. Das ist im Falle eines Takedowns natürlich leicht zu bewerkstelligen, da mache ich einen Griffstückwechsel. Ja. Im Falle von einteiligen Bögen heißt es natürlich, man hat schon einen erhöhten Lagerbestand. In unserem Falle sind es, wenn wir gut gefüllt sind, reden wir von 300 Bögen, die wir lagernd haben, wow, verteilt auf ca. 27 verschiedene Modelle. Das heißt, ich kann jederzeit hier reinkommen und du versorgst mich quasi von A bis Z. Korrekt. Wir haben eine hauseigene Schießbahn, das heißt, jeder Bogen, der bei uns im Ladengeschäft vorrätig ist, kann auf der Schießbahn getestet werden. Er muss sogar getestet werden. Ja. Ein Bogen ist ein bisschen wie Rotwein. Ja. Letztendlich muss ich ihn probieren dürfen, um zu beurteilen, ob er gut für mich ist. Wie wichtig schätzt du eigentlich
diesen kleinen Teil von so einer Bogenberatung, die vielleicht in einem ganzen Prozess so von der Zeit nicht so viel ausmacht, aber macht die den Unterschied am Ende des Tages? Ja, definitiv. Klares Ja. Ja. Bogenberatung geht bei uns zwischen 1,5 und 3 Stunden. Das ist natürlich immer davon abhängig, wie entscheidungsfreudig der Kunde ist. Wir beraten auf der Basis dessen, was wir an Modellen vorrätig haben. Und ganz entscheidend dabei ist, dass der Kunde letztendlich die Chance hat, seinen Bogen für sich zu finden. Das ist die Optik, das ist die Haptik, das ist das Zuggewicht etc. Alle Softfacts, die letztendlich um die Bogenberatung kursieren, versuchen wir hier gut abzubilden. Das heißt dann schon am Ende des Tages, wenn wir sagen, desto mehr wir den Kunden beraten, desto mehr Service bieten wir ihm, desto mehr Service tun wir auch der gesamten Bogensportbranche. Das heißt, in dem und vielleicht auch in anderen Fällen ist auf jeden Fall das Team von der Waldläufer absolute Vorbildfunktion, was das angeht. Wir sehen uns als Vorbild. Wir beraten auch Kunden, die Bögen nicht bei uns gekauft haben. Okay. Das spielt erstmal keine Rolle. Letztendlich wollen wir den Service für unseren Sport, für unser Tun bieten. Mhm. Und dazu haben wir uns so aufgestellt, wie wir heute darstellen. Ja. Jetzt haben wir aber die Zeit hier beim Roland genossen und jetzt heißt es Schuhe wechseln, den Bogen fertig machen und ab in den Wald und dann sehen wir uns gleich. Hallo liebe Berpo-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Parcours-Test-Videos von Berpo Products. Heute sind wir auf dem Hochwaldtour von dem Waldläufer. Ich habe heute auch noch 3 Gäste dabei, den Olli, den Tim und den Roland. Ein paar allgemeine Infos zum Parcours hier vom Waldläufer Hochwaldtour. Die Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 16 Euro. Kinder bis 10 Jahre sind frei. Danach kosten sie 13 Euro. Wie kann ich am Hochwaldtour bezahlen oder auch am Gamshorn Trail? Es gibt einmal die QR-Codes, mit denen man übers Internet, über das Handy bezahlen kann. Ebenso gibt es hier das Hotel Waldblick. Es ist 3 Minuten vom Parcours, vom Einstieg entfernt, wo man tagtäglich eine Tageskarte oder Kombi-Tickets kaufen kann. Nachdem ich euch jetzt alle Infos gegeben habe, werde ich mir jetzt die 3 Jungs schnappen und loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann! Wir sind jetzt hier auf dem Hochwaldtour bei einer besonderen Station angelangt. Und Roland, erklär doch mal ganz kurz und knackig, was das Game Trail hier bei dir ist. Okay, der Game Trail hat einen ganz besonderen Reiz. Es gibt hier keinen Pflock, sondern es gibt eine markierte Linie. Wir legen dazu Baumstämme an den Boden. Der Schütze bewegt sich anhand dieser Linie entlang und sucht seinen Abschuss selbst. Es gibt für jedes Ziel, für jedes Target, was draußen steht, einen klar definierten Schusskanal und den muss er finden. Ein Pfeil, Hunterrunde, drauf oder eben nicht. Und dann geht's weiter. Super. Spannende Sache. Probieren wir gleich mal aus, oder? Sehr gerne. Hier siehst du definitiv nur den rechten hinteren Keiler. Ja, okay. Und dann soll es dem Schützen klar sein, den habe ich ja schon. Ja, ja. Ja, okay, verstanden. Der Coyote, der wird gut überschossen. Der wird überschossen. Bergab. Überschossen? Bergab. Ja, okay. Hoch, ja. Der Rest ist dann von der Entfernung her, 40 Meter. Wir sind im Range, also das ist nicht übertrieben, aber es ist schon dadurch, an der Grenze. Dadurch, dass du so enge Kanäle hast, ist nicht ganz einfach zu schießen. Das ist spannend. Vor allem ein Pfeil. Erfasst die Situation richtig. Drauf oder nichts. Okay, ja, cool. Der Gag alles. Auf der Hängebrücke schieße ich jetzt auf eine riesen Karotte. Ah, das war die Karotte.
das Pendel schießt da immer auf 6 Uhr. Also genau, jetzt, ja. Genau, da ist es am schnellsten und du hast den besten Backstop. Wir haben hier ein ganz besonderes Ziel, weil wir schießen hier steil bergab in eine Doline auf einen schön weit entfernten Wolf. Eine Sache muss man hier wissen, und zwar, wenn man Angst vor Spinnen hat, ist das definitiv das falsche Ziel. Aber war schwierig, aber machbar. Ja. Wir haben das Tagestour ausgelegt, zweit, nicht viel Pfeil suchen, 4,5 Stunden, wow, ja. 5 Stunden, wir haben 3 Rastplätze, ja. Du kannst wirklich ganz chillig durchgehen und ja, dir einfach einen tollen Tag machen. Ja, ja, absolut. Also ich würde mal 5 Stunden einkalkulieren in der Gruppe, plus ja. Minus Pfeile suchen, ja. was nicht kalkulierbar ist, ja. Die Länge der Pausen. Ich glaube, hier geht es links ein. Brandsicher ist. Nein. Ja. Also da kannst du reintun, was du willst. Das ist maximale Sicherheit. Aber voll gut. Geniale Idee. Ja. So, nach der ersten kleinen Runde hier beim Parcours mit Roland zusammen sind wir an einem Archers Rest angekommen. Das ist immer ein sehr schöner Platz, wo man sich ein bisschen ausruhen kann. Roland, wie viel hast du denn davon auf deinem Parcours jetzt hier? Wir haben auf dem Parcours 3 Rastplätze eingerichtet. Ja. 2 davon sind mit Getränken und Süßigkeiten und einer ist nur zum Entspannen. Also das muss ich mal sagen, das ist richtig gut. Gerade Olli weiß die Süßigkeiten besonders zu schätzen. Danke, Roland. Vielleicht da ein Riesenkompliment trotzdem an Roland, weil es ist schon ein bisschen gebaut auf dem Prinzip Geben und Nehmen. Also jeder kriegt diese Getränke, wenn man möchte, und auch die Süßigkeiten. Und es basiert so ein bisschen auf zwischenmenschlichen Respekt und man kann dann das Geld reinwerfen. Ich denke, das machst du einfach aus gutem Willen raus, oder? Das ist unsere Überzeugung und es ist ein Servicegedanke. Ja. Sowas kann sich nicht alleine rechnen. Ja. Ja. Was? Oi, Olli. Nicht mehr als ein Schuss, Frank. Tada. Okay.
hat Spaß gemacht. Ich schieß mal drüber, bewusst, okay? Da ist ein Backstop dahinter. Sieht er den? Ja. Nee. Nee? Mhm. Geil. Der ist nicht sichtbar. Ja, wir sind jetzt hier am letzten Archer-Spot angekommen. Ich habe mich gerade nochmal mit Tim und Olli beraten, wie wir unsere Bewertung jetzt abgeben, und ich fasse sie einmal für euch zusammen. Also, wir fangen mit der Stimmung an. Wir sind mega begeistert, wie toll die Stimmung hier ist. Ein Riesenwald mit unterschiedlichen Wegen und die Ziele sind super eingebaut. Wir haben hier 8 von 8 Bärchen zu vergeben. Dann kommen wir zur Streckenführung. Hier sind wir auch total positiv überrascht. Man kommt eigentlich immer selbst drauf, wo man lang muss. Es gibt immer wieder Hinweisschilder. Man kann gleich nach dem Pfeil ziehen direkt weitergehen. Es ist alles irgendwie vorgelaufen schon, weil sehr viele da sind. Es ist super easy. Hier haben wir uns auf 7,5 Bärchen geeinigt von 8. Als nächstes haben wir Tiere und Ziele. Also wie sind die hier aufgebaut? Wie sind die Schwierigkeitsgrade? Und wir haben hier ein großes Spektrum. Wir haben Tiere, die in Gruppen aufgestellt sind, Ziele, die von oben nach unten geschossen werden müssen, auch einfach mal einzelne Tiere, wo es auf den Schießkanal drauf ankommt, der sehr tricky gestellt ist manchmal. Und wir haben uns hier auf 8 von 8 Bärchen geeinigt. Zu guter Letzt haben wir das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier es ist so, dass eine Tageskarte 16 Euro kostet, Kinder bis 10 Jahre sind frei. Danach kosten sie 13 Euro und wir sind mega begeistert, wie viel man an Tagesaktivität hier geboten bekommt. Man kann einen Tag gut füllen und sind auch hier echt überrascht, wie schön das zusammengestellt ist, wie viel Mühe es sich gegeben hat. Und wir sind absolut der Meinung, dass es ein faires Preisverhältnis ist und sind hier bei 7,5 Bärchen. Alles in allem hatten wir einen super schönen Tag hier. Wir hatten schönes Wetter und wir hatten eine super Führung durch Roland und wir sind mega begeistert. Es lohnt sich einfach mal vorbeizukommen und den Parcours oder die 2 Parcours auszutesten. Ja, Roland, wie hat dir der Tag mit uns gefallen? Zuerst einmal möchte ich herzlichen Dank sagen an euch, an das Drehteam vom Bierpaar. Es war ein toller Tag. Das Wetter hat gehalten. Ja. Sonne haben wir ein bisschen vermisst. Das ist was wir leider nicht bestellen können. Ansonsten war es ein knaller Tag. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Absolut, ja. Und ihr wart alle zum ersten Mal bei mir. Das stimmt. Und ich gehe davon aus, dass euch der Parcours durchaus überzeugen konnte. Absolut, da bin ich voll überzeugt von. Vielen Dank für euren Besuch. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne.